stand mal auf Lorena. Frau Bra! Sag mal, wo dürfte ich denn schlafen? Also bei mir ist noch ein Platz frei. Da darf keine Luft rein, ja? Mhm. Komm, lass einen darauf trinken, morgen holen wir die anderen. Ich mach den Drink fit. Ey, ich hab endgültig die Schnauze voll. Ich hab wirklich das Gefühl, dass alle hier komplett durchdrehen. Meine Mitschüler, denen ist einfach gar nicht mehr zu helfen. Die benehmen sich hier wie Tiere im Wald. Ich hab das Gefühl, dass dieser Wald einfach Menschen verändert. Ich schwör's, ganz ehrlich, ich find's auch einfach gar nicht mehr lustig. Ich muss hier einfach weg. Ich muss hier weg, sonst trifft mich dieser Wahnsinn auch noch. TJ, warum hast du dich aus dem Zelt geschlichen? Ich wollte üben, wie man Feuer macht. Es sah aber so aus, als würdest du zu Frau Bra wollen. Ja, tut mir ja leid, dass das Holz direkt vor Frau Bras Zelt liegt, aber ich wollte einfach, dass es den anderen morgen gut geht, dass sie es schön warm haben, meine Leute, dass sie nicht frieren müssen. Aber ja, tut mir leid, dass ich mich um das Wohl der Allgemeinheit kümmere. Tut mir leid, schuldig. Sorry, ich dachte, du würdest... Es war unangenehm. Ich geh schlafen. Bis morgen. Am besten einmal weniger denken, ne? Erstens, wir sind nicht deine Leute. Und zweitens, Lorena kannst du vielleicht verarschen, aber mich ganz sicher nicht. Und wenn du ihr das Herz brichst, dann brecht ihr auch was. Ja, ich weiß, Eifersucht ist ein dummes Gefühl. Dann bin ich halt dumm. Jetzt geht, ich will schlafen. Hey, wach auf. Aufwachen. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja, war sehr gemütlich. Ich wollte mich einfach mal bei dir bedanken, dass ich bei dir schlafen darf. Das, oder durfte vielmehr, das ist nicht selbstverständlich. Doch, ist doch kein Problem. Nee, also ich muss dir auch noch was sagen. Ich werde wahrscheinlich jetzt gleich schon wieder aufbrechen. Aber wieso das denn? Du kannst doch hierbleiben. Ich glaube einfach, ich passe nicht so gut in eure Gruppe rein und ich will da nicht nerven. Aber das tust du nicht. Guck mal, die anderen, die haben sich alle so verändert. Die sind richtig komisch geworden und du bist der Einzige hier, der irgendwie normal ist. Also bitte bleib hier, bitte geh nicht. Bist du sicher? Ja. Okay, ist schon süß. Ja. Ich geb's ja eigentlich ungern zu, aber das mit Nala, das war schon richtig schön gestern. Sie hat mich irgendwie gar nicht gefragt, warum ich so reich bin oder warum ich so aussehe. Und unsere Gespräche waren richtig cool. Aber das hat einfach keine Zukunft mit uns. Ich muss sie finden. Warte doch kurz. Bist du dir sicher, dass du gehen willst? Ich muss sie finden. Was redest du da? Ist doch logisch. Die können... Die nein, können nicht in diesem scheiß Wald alleine nein, bleiben. Sei doch nicht so stürmisch. Und außerdem siehst du überhaupt nicht gut aus. Was ist los? Fuck. Ich muss sie finden. Ich muss sie... Ach du Scheiße. Du, Lorena, danke, dass du mitgekommen bist. Ich muss nämlich unbedingt mit dir reden. Ja, gar kein Ding. Ist alles okay? Du wirkst so abweisend. Ja, also ich finde es voll blöd, dass der Busfahrer jetzt schon einen Tag nicht mehr da ist. Und außerdem TJ nervt mich auch komplett, weil entweder er tut auf den großen Anführer oder er ist halt bei Frau Bra. Und gestern hat er auch die ganze Zeit Feuer gemacht und war gar nicht bei mir. Das ist voll schade irgendwie. TJ, du hast eh was viel Besseres verdient als ihn. Der nutzt dich nur aus, um an Frau Bra ranzukommen. Er hält dich einfach nur warm. Meinst du? Ja. Aber du, ich bin immer für dich da. Komm mal her.
Okay, danke schön. Voll nett. Und was wolltest du mir eigentlich sagen? Also, das, was ich dir sagen wollte, habe ich schon gesagt. Das mit TJ. Okay. Alles gut. Ja. Okay. Digga, Walla, so krass, dass man hier überall Plastikflaschen findet, mitten im Wald. Oder? So weit ist die Menschheit. So cool. Echt krass. Wahnsinn. War cool. Ich schlag mich tot auf. Oh, okay. Audi, Audi. Sorry. Oh, das war eine Verwechslung. Krass. Von euch gibt es ja echt viele hier. Oh, Mann. Kenne ich euch nicht? Hey, klar. Ihr habt doch am See rumgemacht. Ich hab was redest du da gerade wieder? Hey, okay, okay, bleib cool. Bleib cool. Bleib cool. Einmal so frech. Ich hab euch nur gesehen, wie ihr miteinander rumgemacht habt. Junge, ich hab's nicht. Ich bin kein Stalker oder so. Ich bin Forscher. Ich bin so auf der Suche nach Bigfoot. So, jetzt ist es ja, umdrehen, da ist er doch. Hey, da ist Bigfoot. Junge, hör auf, mich zu verarschen, okay? Ich lass mich nicht gern verarschen. Ich bin kein Idiot. Sie sind kein forschender Forscher, Sie sind ein Forscher-Forscher. Ja, richtig. Das kriegt sonst keiner hin. Sind Sie richtiger Experte? Ja, ja schon. Ich würde mich schon als Experten bezeichnen. Wir haben Wasser gefiltert. Ja. Echt? Oh Mann, ich habe einen riesen Brand. Darf ich mal? Schmeckt? Ja, das schmeckt ja nach Pisse. Gott, wisst ihr überhaupt, wie das geht? Wir haben unser Bestes gegeben. Chill mal ein bisschen. Euer Bestes gegeben. Ich sag euch was. Ich zeig euch, wie es geht. Ich bin Profi. Ich werde euch Wasserfiltern beibringen. Oh ja. Ja! Und wisst ihr was? Wir sollten die Szene wechseln, denn sonst lernen die Zuschauer noch was. Und das ist ja immerhin keine Doku. Das ist eine abgefuckte YouTube-Serie! Yo! Was ist passiert? Geht's dir gut? Willst du mich verarschen? Warum fragst du so blöd? Du warst es! Du hast mir was in den Drink gemischt. Ich weiß es ganz genau. Warum sagst du sowas? Nichts damit zu tun. Ich bin mir 100% sicher, seitdem geht's mir schlecht. Und wenn ihr das nicht seht, dann seid ihr einfach nur blöd. Ich hab nichts gemacht. Das heißt doch nicht, dass er das war. Ich bin mir ganz sicher, ich habe sonst nichts zu mir genommen. Gar nichts. Ich weiß, dass du es einfach warst. Aber warum? Warum machst du sowas? Komm, ich weiß nicht, worüber du redest. Warum? Erst Georg und jetzt ich. Warum? Komm, wir gehen. Warum machst du sowas? Wir gehen. Er lügt. Ah! Oh Gott! Wieso lügt der so? Stimmt doch nicht. Du hast nichts gemacht. Ich fasse es nicht, dass Stanley immer noch als Arschloch gehalten wird. Vor allem von Fly. Er hat sich doch positiv verändert. Er ist viel süßer geworden als vorher. Außerdem kann jeder mal krank werden. Stanley würde sowas nie machen. Und hast du bereits schon mit Lorena geredet? Ja, also so gerade eben, ja. Und wie war's? Also sie hat's auf jeden Fall hingenommen und sie wird uns in Zukunft in Ruhe lassen. Ehrlich? Mhm. Oh, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber krass, freut mich mega. Ja. Sollen wir zur Feier des Tages nackt baden gehen? Ja, mega gerne. Hey, wie ist eigentlich bei dir? Hast du einen Freund oder so? Also ja, schon. Ich führe gerade eine Fernbeziehung. Ehrlich, eine Fernbeziehung? Mhm. Ich führe auch gerade eine Fernbeziehung. Echt? Ja. Ach, krass, okay. Aber bei mir ist halt ein bisschen schwierig so. Wir sehen uns halt nie. Wir FaceTime nur manchmal. Es ist halt nicht so einfach. Ja. Wie läuft es bei euch so? Ach du, bei uns ist richtig gut. Also wir kennen uns schon richtig lange und wir sind sehr zufrieden. Okay. Aber hey, ich fühle mich auch voll oft einsam. War das denn okay für deine Freundin, dass wir zusammen im Zelt geschlafen haben? Klar. Also ich meine, wir haben doch nur nebeneinander geschlafen, oder? Oh. Alles gut? Ja. Okay.
nicht so im Kopf wegen Fly. Ich versuch's. Schuhe aus. Irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe das Gefühl, immer bin ich der Bad Boy am Ende. Sag mal, warum hattest du eigentlich immer mit allen Sex, aber nie eine Beziehung? So klar, ich kannte dich noch nicht. Das ist süß. Aber jetzt mal ehrlich. Ich wollte immer der Krasseste sein von allen. Und musste mich immer selbst beweisen und hab das Gefühl gehabt, wenn ich alle Mädchen rumkrieg, dann bin ich der Coolste. Ich hab dadurch irgendwie total aus den Augen verloren, dass eine Person mich viel glücklicher machen kann als viele. Danke für deine Offenheit. Voll schön hier, oder? Warst du schon mal nackt baden? Nee, aber ich bin richtig gespannt, wie es wird. Ja, ich auch. Hi Tesla. Hi Cordula. Geht ihr jetzt schwimmen? Ja, eigentlich wollten wir schwimmen gehen, ja. Okay, cool. Kann ich mitschwimmen gehen? Ja, Tesla. Darf deine liebe Freundin Lorena mit uns schwimmen gehen? Ich weiß nicht, so... Wir rücken jetzt alle einmal. Was ist denn hier los? Den Augen ausstechen würde, sofort, wenn ich dir sage. Du meinst der hinterhältigen Ratte? Blutig? Blutig. Hättest du Lust, später in mein Zelt reinzukommen? Ich würde mich da gerne nochmal persönlich bedanken. Wo waren wir stehen geblieben?